Und ein weiterer Tag in den Nebelchroniken, hier bei uns in den Nebellanden. Ich bin der Lordregent und heiße euch herzlich willkommen. So, meine erste Abendshandlung am heutigen Tage ist Schlafen gehen. Gute Nacht. Bis jetzt. Ich kümmere mich gleich um den. Wo ist er hin? Ist er etwa hier? Hallo? Enderman? Na gut, dann halt nicht. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen zur letzten Aufnahmesession, bevor ich abhaue. Minecraft wird's ja... Wo ist er denn hin? Wo ist der Typi? Na, Wolfman, wo ist er? Minecraft wird's ja leider nicht schaffen, dass es täglich rauskommt. Und ich hoffe, dass ich es zumindest so weit hinbekomme, dass alle zwei Tage eine Folge Minecraft kommt. So, ich mach gerade... Wo war der denn? Das Inventar noch ein bisschen schick. Und dann werden wir uns dran machen, dass wir unsere Beute einmal auslegen und uns holen, was uns zugesteht. So, das packe ich mal schnell alles hier rein. Das ganze Klumpatsch hier. So. So, also kohlemäßig, ne? Alter Schwede, da haben wir ganz schön reingehauen. Smaragde natürlich auch. So, jetzt erstmal alles auslangen. Das Inventar wird niemals reichen. Niemals nicht. So. Oh, Creeper. Bleibt mir fern. Und zwar weit fern. Brauch euch hier nicht. So, dann daneben gleich die Smaragde. Und dann der Lapis. Erstmal so das teure Zeug. Das kommt dann ganz zum Schluss, weil die Kohle, die können wir zwischendurch dann nochmal ausleeren. Weil da, denke ich mal, wird das Inventar gut voll werden. Ja, und Redstone, wie gesagt, ich denke, wir werden jetzt langsam in die Gegenden kommen, wo wir sagen, wir müssen überhaupt gar keinen Redstone mehr mitnehmen, weil wir eh schon viel zu viel davon haben. Was war das? Achso, das war der Laptop. Ich dachte mir schon, nanu, seltsames Geräusch. Warte mal, das ist mir nicht sicher genug mit dem Typen da hinten. So. Jetzt fühle ich mich wieder ein klein wenig sicherer. So, wie lange die Aufnahmesession geht, das weiß ich nicht. Was auf jeden Fall sein wird, ich werde ein paar Etappenaufnahmen machen. Das heißt, ich werde nicht an gewohnter Stelle auslocken, sondern werde gegebenenfalls, weil ich habe gerade noch ein paar Sachen im Hintergrund, die nebenher laufen, wie zum Beispiel Wäsche waschen und so ein Zeug. Und wenn die fertig ist, muss ich die noch aufhängen, damit die hoffentlich bis morgen trocken ist. Der Kühlschrank, der taut gerade ab. Und ja, immer wenn wir dann so eine Etappe erreicht haben, bleibe ich einfach irgendwo stehen, wenn eine Folge zu Ende ist und werde dann ja, einfach dort dann spontan die Folge beenden. Nur mal so zur Info, nicht, dass sich der ein oder andere wundern mag. Ich hätte noch liebend gerne so viel anderes Zeug gemacht. Oh Gott. Die Framerate, die ist mal wieder herzallerliebst. Also, es liegt wohl nicht daran, dass zu wenig Arbeitsspeicher zur Verfügung stand. Weil ich habe, wie gesagt, dem jetzt 17 GB zugeschmissen. Und wenn die ihm nicht reichen, dann kann ich ihm leider Gottes auch nicht helfen. Naja. Mal gucken, wie es sich dann beim weiteren Verlauf noch darstellt. Ich habe noch vor, ein klein wenig zu bauen. Ob ich ein neues Bild machen werde für die 100er Folgenwechsel, das weiß ich noch nicht. Das wird zeitlich extrem knapp werden, weil man muss ja berechnen. Ich werde jetzt erstmal aufnehmen. Das muss dann noch alles gerendert werden. Das muss dann alles noch hochgeladen werden. Das muss alles noch beschriftet werden. Und so weiter und so fort. Also da steckt noch ein ganzer Arm voll Arbeit mit drinne. Den ich hoffentlich bis morgen um 13 Uhr, da kommt mein Taxi, abgeschlossen habe. Und ja. Ich meine, zur allergrößten Not, ich habe ja noch ein paar Stündchen dann, wo ich im Auto unterwegs bin. Beziehungsweise am Flughafen rumgammel. Da könnte ich das noch zur Not über Team 4 machen, dass ich die Veröffentlichungsdaten zwar bekannt gebe, also sage, veröffentliche das Video an dem und dem Tag,
Aber die Beschriftung, da müsst ihr halt dann drauf verzichten. Die wird dann wahrscheinlich erst kommen, wenn ich zurück bin, beziehungsweise an einem anderen Ort vernünftiges Internet habe. Achso, da sollte ich mir dann vielleicht eine Kopie... Ach scheiße, ich muss meinen Laptop auch noch ein bisschen vorbereiten. Da müssen ja noch verschiedene Sachen drauf, wie zum Beispiel der Treiber für das Grafiktablett, weil das nehme ich mit, weil ich möchte ja vielleicht auch die ein oder andere Textur ein bisschen angleichen. Und so weiter und so fort. Das muss auch noch gemacht werden. Junge, ich habe so einen Stress, also so einen Stress, ohne Witz, hatte ich vorher noch nie. Egal, wann ich hier mal auf so eine kleine Auslandstournee gegangen bin, ich hatte noch nie so einen Stress. Okay, es war auch noch nie so extrem kurzfristig. Naja, ich hoffe mal, nächstes Jahr werde ich relativ in Ruhe gelassen. Beziehungsweise bekommt er schon mal ein halbes Jahr vorher Bescheid. Weil dann kann ich nämlich ein halbes Jahr vorher schon mal anfangen, das ein oder andere ein klein wenig vorzuproduzieren. Damit ich halt dann nicht in Schwulitäten komme, so wie es jetzt der Fall ist. Also wenn ich mal so halb optimistisch sein darf, ne? Wir werden, denke ich mal, noch nicht mal sämtliche Kohle hier abbauen können, bevor das Inventar voll ist. Weil der Berg, der ja, wächst und wächst, ne? So. Ich habe mir ja schon mal so ein paar Sachen vorbereitet. Ich habe mir mal was zu trinken organisiert. Dann habe ich hier für den kleinen Hunger habe ich mir noch ein paar Bounties mit hergelegt. Also nicht wundern, wenn es mal raschelt und dann quasi hier so ein voller Mund so. Das bin dann ich. Alter, hallo Framerate, du alte Diva. Was musst du denn so rumspinnen, sag mal? Was stimmt denn mit dir nicht? So, wir kontrollieren nochmal. Glück. Ja, es wird vielleicht ein bisschen länger dauern als die erste Folge, bis wir hier alles abgebaut haben. Aber mein Gott. Wie gesagt, je mehr Folgen ich hier produziere, desto mehr Folgen können rauskommen. Auf diese Art und Weise muss man das natürlich auch mal sehen, ne? So, wir haben jetzt noch nicht mal eine Riege durch und haben schon über einen Stack. Und ich weiß nicht, was daneben geflogen ist. Ich schau mal nach jeder... Na, alle zwei könnte ich das machen. Alle zwei Reihen könnte ich mal kurz gucken, was denn daneben gegangen ist, dass ich das auch mit einsammle. Und nachdem wir die Öfen dann unten vollgestopft haben, können wir doch glatt wieder Kohleblöcke machen. Und das werden einige werden. Ich denke mal, wenn wir Glück haben, werden es mehr als zwei Stack Kohleblöcke. Aber das sehen wir alles dann. Jetzt ist erstmal wichtig, dass wir hier den ganzen Klumpatsch erstmal wegreißen. Ich bin mal gespannt, ob es in der Zwischenzeit, wenn ich dann unterwegs bin, eine neue Minecraft-Version gibt. Ich weiß, ich bin immer noch auf der 1.8er, aber ich habe ja gesagt, darum werde ich mich kümmern, wenn ich endgültig wieder da bin. Weil die Gefahr war mir halt einfach viel zu groß, dass ich sage, alles klar, hier, ich update und dann haut irgendwas nicht hin. Dann passt irgendwas nicht. Vor allem die Texturen gibt es ja auch noch nicht. Von daher war mir das ein zu heißes Eisen, deshalb habe ich es gleich sein lassen. Weil ansonsten wäre noch weniger Minecraft produziert worden. Und wahrscheinlich von den Hauptprojekten auch noch weniger. Obwohl die Hauptprojekte, bei denen sieht es sehr gut aus. Ich weiß jetzt noch nicht, wie es ausschaut mit Metro. Da habe ich die Folgen noch nicht geschrieben. Das muss ich heute auch noch machen. Folgen schreiben, Bilder machen und da so ein Gedöns. Wenn ich Glück habe, läuft es durch. Dann bei... Ich weiß nicht, ist das hier schon draußen, wenn das kommt? Ich glaube ja. Bei den Donnerstagsprojekten muss ich auch gucken, ob die genügen. Dienstag genügt und Samstag genügt. Sonntag genügt auch. Das sind die einzigen drei, von denen ich sicher sagen kann. Wenn Donnerstag auch noch passt, ist schon mal sehr gut. Und Montag-Mittwoch, das sehen wir dann, ja, wenn es soweit ist. Ich werde das auf jeden Fall dann in dem kleinen Infovideo, was ich noch vor meiner Abreise veröffentlichen werde, werde ich das dann noch ansagen. Wo es denn zu Engpässen kommt, wo ihr auf einiges verzichten müsst, bis ich wieder da bin. Und ja, natürlich dann die kleinen persönlichen Worte, die es dann von dem Herrn Lord Regenten hier gibt. So, ist aber eigentlich relativ wenig daneben gefallen, ne? Das läuft.
Inventarmäßig haben wir noch ein bisschen Platz. So ein bisschen. So, und naja, 5 Minuten noch, dann ist die erste Folge auch schon wieder rum. Die Sonne geht, glaube ich, gerade unter, oder? Naja, dann schauen wir, dass wir noch so viel wie möglich hier wegbrezen. Tja, wo machen wir denn heute weiter? Den Turm, den haben wir das letzte Mal eigentlich soweit gut fertig bekommen. Es wurde mal wieder angemängelt, dass ich ja noch gar kein Schlafzimmer... Ach nee, das habe ich glaube ich in der letzten Aufnahmesession schon erzählt, ne? Dass ich hier immer noch kein offizielles Schlafzimmer habe und noch nicht mal eine Andeutung habe, wo es denn mal hinkommt. Das könnte aber vielleicht auch daran liegen, dass der... dass der Gebäudekomplex, wo das Schlafzimmer reinkommt, noch gar nicht steht. Gute Nacht. Guten Morgen. Viel trinken, viel wichtig und so, Freunde, wisst ihr Bescheid. So, weiter hier im vergnügten Abbau. Sind ja eigentlich nur noch 2,5 Reihen. Naja, 2/3 Viertel, sagen wir mal. Und dann hätten wir das. Da wird die eine Folge nicht reichen. Oh, wie, oh, wie, oh, wie. Das lag daran, dass ich schlafen musste. Am Anfang und jetzt. Seht ihr mal, die Zeit, die rennt schon wieder, ne? Noch nichts wirklich geschafft und schon ist wieder hier eine Folge rum. Nichts dran an so einer Folge, würde der werte Bürgermeister aus Hundsgraf sagen. Ach ja, ich hoffe, ich bekomme meine tägliche Dose Hundsgrab auch in im Ausland. Weil, oh Gott, ist das laut. In manchen Ländern, ich mache mal weiter. In manchen Ländern ist ja das Internet so weit runterzensiert, dass du noch nicht mal auf YouTube drauf kannst. Wo du nur ausgewählte Nachrichtenseiten begutachten kannst und so ein Zeug. Wo ich mir denke, naja, als Tourist solltest du das aber doch dann dürfen, ne? Vom Prinzip her. Sollen wir kurz gucken? Okay. Kohle, wenn wir Glück haben, kriegen wir es noch hin. Die Behutsamkeitshacke mussten wir reparieren, ne? Da muss ich mal gucken. Preis-leistungsmäßig Diamanten oder neue Spitzhacke, was sich da mehr rentiert. Auf jeden Fall leveltechnisch schaut schon mal sehr gut aus. Da können wir einiges reparieren. Beziehungsweise manche kosten ja hier gleich mal 36 Level von den dicken Sachen, ne? So, den Redstone werde ich auf gar keinen Fall mehr mitbekommen. Das ist schon mal ausgeschlossen. Vielleicht haben wir ja Glück und es kommt aus dem einen Diamantenprömpel 3 raus. Das käme mir sehr gelegen. Weil dann können wir die 3 dann gleich benutzen und machen uns nur eine Spitzhacke. Ich bin gerade am Überlegen. Wir hatten mal eine Effizienzschaufel, so viel weiß ich. Hatten wir die repariert oder nicht? Das ist eine gute Frage. Ach, Entschuldigung, hat die Nase gerade gejuckt. Ich wollte nicht gleich am Anfang der Aufnahmesession niesen. Ich habe das eine oder andere habe ich eh vergessen rauszuschneiden, obwohl ich es mir aufgeschrieben hatte. Entschuldigung dafür. Aber das ist so, bei den ganzen Aufnahmen, die ich jetzt dann hatte, bei dieser Masse, da übersiehst du halt dann einfach einiges. Das bleibt halt einfach nicht aus. Oder wundern sich immer manche so von wegen, boah, der hat für 2 Wochen vorproduziert, was ist das für ein krasser Typ? Naja, und dann komme ich ums Eck, ne? Und produziere mal für 3 Monate. Ein Vierteljahr, das musst du dir mal sanft auf der Zunge zergehen lassen. So, das kriegen wir noch hin hier. So, vielleicht schaffen wir die Kohle noch in dieser Folge. Das wäre grandios, das wäre eine Wahnsinnsleistung dieser fulminanten Spitzhacke. Wäre ich voll begeistert für. Oh nein, jetzt juckt die Nase schon wieder. Ich hasse es. So, kohletechnisch sind wir durch. Ich laufe jetzt einmal noch ab. Und dann dürfen wir es haben. So, hier liegt auch nichts mehr. Und wir haben, ja, doch so ein bisschen. Warte mal. 3, 6, 9, 12, 15, 18... 21, 24, fast 25 Stack Kohle. Alter Verwalter. Und 39 Level, darf man auch nicht verachten, ne? So, als erstes schmeißen wir die Öfen voll. Oh. So, dann schmeißen wir die unteren voll. Das Zeug, das hole ich mir dann nach dem Verzaubern aus dem Ofen.